die ist voll nass, Martin. Auf jeden Fall. Nee, komm. Nee, könnt drin bleiben, das wird nichts. Viel zu nass. Okay. Hallo Lina, wir freuen uns voll, dass du Zeit hast und wir uns heute kennenlernen dürfen und ein paar Tipps von dir bekommen können. Schön, dass du Zeit hast. Hallöchen, ja, ich freue mich auch sehr, euch natürlich die Tipps zu geben. Weil du bist ganz große Sängerin und wir sind großer Fan und sind jetzt sehr gespannt, was du uns auf dem Weg zum Popstar-Werden noch für Tipps mit an die Hand geben kannst. Hast du einen Gesangscoach? Ich habe tatsächlich eine Gesangscoachin, Nora heißt sie, und ich bin ihr auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube, auch ohne sie wäre das neue Album nicht ganz so toll geworden. Also Shoutout an Nora. Okay, Gesangscoach. Was macht man als Gesangscoach? Also was lernst du da? Also wir haben uns tatsächlich bei diesem Album darauf trainiert, dass ich tiefer werde, dass ich an meine Tiefen auch besser rankomme, was meinen Stimmumfang betrifft. Genau, und was so Atmungstechniken betrifft, bitte nicht danach fragen, die kann ich nicht mehr, aber halt, wie man es schafft, weil ich habe zum Beispiel das Problem, in Anführungszeichen, dass ich ganz oft eher ein bisschen gehetzt klinge, weil ich auch eh eigentlich immer gestresst bin und das, manchmal hört man das auf den Aufnahmen, dass ich so ein bisschen müde. Und da haben wir uns so ein bisschen darauf konzentriert, wie ich es schaffe, irgendwie dort zu atmen, wo es sich am besten passt, wie ich es schaffe, ruhig zu klingen am Mikro oder locker zu sein. Also genau, eher solche Aufgaben. Und in die Tiefe zu kommen. Benutzt du dann auch solche Techniken, bevor du auf die Bühne gehst? Also hast du da irgendein Programm, was du da für dich so abspulst oder mit deinen, ich weiß nicht, ob du Background-Sänger und Sängerinnen dabei hast, ob du ihr zusammen euch dann einsingt oder so? Ja, ich habe tatsächlich Background-Sängerinnen dabei, zwei Stück. Und zusammen einsingen, ja, wir machen immer so ein bisschen Spaß vorher einfach und wir machen uns natürlich auch irgendwie dann zusammen fertig so ein bisschen. Aber meistens reden wir einfach und es ist ja auch schon mehr gut, wenn die Stimme dadurch so ein bisschen warm wird. Tatsächlich, und wenn man halt nicht grundsätzlich falsch singt, sondern eigentlich eh schon so ein bisschen unter Kontrolle hat, wie man singt, dann reicht manchmal das mit dem Reden und so ein bisschen warm machen, auch als Aufwärmung quasi, wenn man sich dann nicht direkt die Stimme in der kaputt macht, weil man ja generell nicht so verkrampft ist oder sich so arg doll anstrengt quasi. Aber was mir zum Beispiel auch hilft und was ich auch mit meinen beiden Sängerinnen immer mache und was ich auch von der Nora habe, es gibt so ein Ding, das heißt Lachs Vox, das klingt sehr lustig, aber das ist ein Schlauch. Jetzt kommt mein Hund. Ach, ich habe das Wort Lachs gesagt, als ich die direkt gesagt habe. Tschüss, Evi. Es gibt einen Lachs-Vox, das ist wie so ein Schlauch und den steckt man dann in ein Glas und das Glas ist so ein bisschen mit Wasser gefüllt und dann kann man da reinpusten und dann blubbert das und durch das Blubbern werden die Stimmbänder angeregt und machen die ganze Zeit so und werden halt locker. Das ist mega cool, weil ich muss nichts machen, außer in diesen Schlauch rein zu pusten und vielleicht so ein bisschen zu irgendwie so und dann werden die Stimmbänder schon warm. Cool. Voll cool. Kann man das einfach auch mit einem Glas Wasser und Strohhalm machen? Nee, Strohhalm nicht. Das ist das wahrscheinlich zu viel Druck, weil man zu viel Druck braucht, um rein zu pusten. Aber ehrlich gesagt ist so ein Lachsbox einfach nur so eine Art Gummischlauch. Müsst ihr mal googeln. Ich habe das Gefühl, literally werden da manchmal Schläuche von irgendeinem Schrottplatz geholt und haben ja durchgeschnitten. Da gibt es natürlich auch richtige, aber ja, ihr werdet es dann sehen, wenn ihr es googelt, wie die aussehen. Okay. Gut, ich finde das einfach so durchsichtige Gummischläuche. Ja, okay, ich glaub, wir mal ausprobieren. Wir müssen mal zum Aquarium-Fachhändler hin und da mal so einen Schlauch besorgen. Klingt gut. Dennoch, wir sind natürlich irgendwie auf der Suche nach so einer, vielleicht doch so einer handfesten Übung oder so. Hast du denn vielleicht, wenn du das mal früher gemacht hast, irgendwie mal so ein paar Skalen gesungen oder hast du vielleicht irgendeine Übung, die du uns zeigen könntest, die wir mal so live mal machen könnten, damit wir das mal direkt mal probieren könnten? Ja, voll. Also, ich bin vor Auftritten immer relativ aufgeregt, deswegen bin ich dann auch immer so eine Stunde vorher irgendwie nicht mehr so richtig available, also ansprechbar, und vergesse es dann auch immer und dann, also mich so, also so richtig gut warm zu machen, und deswegen ende ich meistens auch bei folgender Übung, um dann so alibi-mäßig das noch durchzuziehen, mache ich seit ein paar Jahren, also fast von Anfang an gefühlt, gibt es eine Übung, die geht so.
Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Müsst ihr euch jetzt nicht merken. Und dann geht man, also das kann man ja zusammen machen, und dann geht es immer einen Ton oder einen Halbton, whatever, höher quasi. Und dann hat man so eine ganze Range abgearbeitet. Was vielleicht einfacher ist, weil ihr euch den Text einfacher merken könnt, wäre eine ähnliche Übung. Und die Übung, ich mache es jetzt nochmal vor, aber davon ist der Text nicht so schwer. Also nicht so viel. Das wäre eine kleine Katze fing mal an zu schreien. Mama mia, ich bin so allein. Also eine kleine Katze fing mal an zu schreien. Mama mia, ich bin so allein. Okay, ich oder glaube, Mama mia, wir müssten Mama mal einmal, mia. glaube ich, vielleicht mal die erste Hälfte probieren, oder? Kannst du noch einmal die Melodie einmal für uns singen? Ja. Eine kleine Katze fing mal an zu schreien. Okay, super. Also, eine kleine Katze fing mal an zu schreien. Wie war das? Es war mega. Ich glaube, dann sind wir fertig mit der Stelle. Nee, lass uns aber doch mal die ganze Übung probieren, ja, oder? Ja, okay. Genau, die zweite Hälfte war noch. Genau, die zweite Hälfte ist dann Mama mia, ich bin so allein. Also man geht die Leiter quasi wieder runter. So, und die also mal es probieren. Ist Drei, nur die zweite Hälfte? Vier. Okay. Mama mia, ich bin so allein. Ja? Und jetzt okay. Beides zusammen. Ja, ja okay. Genau. Soll ich es nochmal vormachen? Von, ne? Ja. Okay. Drei, drei, vier. Eine kleine Katze singt mal an zu schreien. Mama mia, ich bin so allein. Und jetzt auch einen Ton höher, okay? Ja. Oh Gott. Drei, vier. Eine kleine Katze singt mal an zu schreien. Mama mia, ich bin so allein. Wir scheitern schon am Text. Okay, wir müssen einen machen, aber lass uns mal direkt einen ganzen Sprung. Ja, aber gib mir Sprung erstmal den Anfangston, den habe ich gar nicht mitbekommen. Eine kleine. Oh, das ist sehr hoch. Ja? Viel Spaß. Ja, das ist wir super. Müssen, wir müssen scheitern. Ist doch lustig. Ja, finde ich auch. Was habe ich gerade gesagt? Hast du? Eine kleine Katze. Okay, let's do it. Drei, vier. Eine kleine Katze fing mal an zu schreien. Mama mia, ich bin so allein. Oh Gott, ja, Alter. Ja. Ich bin Katzenmusik. Auf jeden Fall. Ich finde es sehr gut und vor allem ist damit auch direkt das Charme-Thema geklärt. Ja. Ja, wir haben ja hier auch noch so ein bisschen die, müssen wir berücksichtigen, dass wir sowohl Frauen als auch Männer in der Band haben. Das heißt, die Stimmlage grundsätzlich ist ja schon voll irgendwie relativ unterschiedlich. Das ist Entschuldigung für alles, deswegen ja, klingt das bei uns noch nicht so gut. Das werden wir immer sagen. Wir haben halt Frauen und Männer in der Band. Das ist ja cool, aber das war schon mal eine super, super Sache und super Hilfe. Das heißt, wenn du nur ganz kurz Zeit hast, dann wären einer dieser beiden Sachen die Sachen, die du versuchst, dann auf jeden Fall irgendwie zu machen. Voll. Was ihr auch nochmal machen könntet, wäre, da legt man so seine Hand auf den Bauch, um so sein Zwerchfell auch spüren zu können. Und dann ist es so. Und bei jedem P und T und muss es so zucken hier in dem Bereich. Also glaube ich, das ist der Bereich. Um das Zwerchfell halt richtig zu beanspruchen, meiner Meinung nach. Okay. Also es ist wirklich einfach nur und jedes Mal zuckt es so ein bisschen rein. Okay. Wir machen ja mal probieren für euch. Aber zusammen, zählt uns ein. Drei, vier. Ah ja. Man merkt es, ne? Ja, da kann man jetzt auch anfangen, Beat zu boxen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist schon mal ein super... Super hilfreich und das sollten wir dann, wenn wir unseren Auftritt dann haben, auf jeden Fall auch schon mal Fall machen. Eine kleine Katze und ich habe auch noch eine Frage. Ja. Wenn es dann mal so ist, dass du jetzt auf Tour bist und du hast mehrere Konzerte hintereinander und jetzt wirst du doch irgendwie mal heiser oder mal so ein bisschen krank. Ja. Das kann ja schnell passieren, wahrscheinlich in so einem Tourleben, da ist ja irgendwie, man ist ja so anderen Sachen ausgesetzt und hast du da dann irgendwie nochmal besondere Sachen, trinkst du dann schon mal einen
Minztee vorher oder trinkst du mal ein Honiggetränk oder gibt es da irgendwelche Hausratsgeheimnisse, die du uns verraten könntest? Voll, also ich hatte auf Tour eigentlich bisher immer, im Sommer jetzt nicht, weil meine Sommerkonzerte waren die letzten Jahre aus for obvious reasons nicht so viele, aber halt auf Tour habe ich immer ein Getränk, das ist einfach tatsächlich Ingwertee mit Honig bzw. Agavendicksaft halt. Mhm. Einfach irgendwas, was ich so, also heißes Wasser mit Ingwer und vielleicht auch ein bisschen Zitrone und Agavendicksaft oder Honig, was so ja, sich gut anfühlt im Hals und das so ein bisschen beruhigt. Wenn es schlimm ist, natürlich muss man zur Apotheke oder halt zum Arzt und sich was verschreiben lassen, was es gibt so ganz eklige Tabletten für SängerInnen, die das so ein bisschen, ob sie es jetzt schleimig machen oder nicht, ich weiß es nicht, mhm. aber so eine Art Schleim drauflegen, sodass das auch beruhigt wird und dass man vor allen Dingen auch nicht so einen Hustenreiz hat und dass sich das besser anfühlt, wenn man heiser ist. Ja, und ansonsten halt echt gucken, dass man gerade auf Tour, wenn ich so merke, okay, es ist jetzt Show 5 und wenn ich die und die Töne singe, dann wird es kritisch, dann muss ich natürlich manchmal bei gewissen Shows auch, lasse ich vielleicht mal was weg oder lasse das die Leute singen im Publikum, einfach damit ich weiß, okay, ich halte es aber auch noch bis Show 15 durch. Mhm. Und wenn es halt an einem Tag irgendwie jetzt zu viel Belastung ist, dann mache ich einmal ein bisschen ruhiger und steigt dann bei Show Nummer 7 wieder richtig ein zum Beispiel. Das, ja. Da sollte man einfach auf sich achten. Also ich würde sagen, dass es dann mehr auf das insgesamt ankommt, dass ich diese Tour durchhalte und insgesamt total gut mache, als dass ich mich jetzt bei einem Konzert stimmlich komplett verausgabe. Macht man trotzdem, weil man hat ja auch den Anspruch dann und ich denke mir so, ja, was soll's, egal, ich ziehe es einfach durch. Aber natürlich gibt es trotzdem manchmal Momente, wo ich dann so merke, okay, an dieser Stelle wäre es jetzt besser, kurz ein bisschen runterzufahren. Wir haben auch bald ein Konzert und es ist so total aufregend mhm. irgendwie und das ist jetzt aber erstmal nur ein Konzert und wenn da irgendwer von uns krank wäre, mhm. das ist dann natürlich, also wie geht man damit um, auch wenn du mit anderen Leuten zusammen spielst, singst und so weiter, wenn plötzlich jemand krank ist, was können wir da machen? Ja, also natürlich müsste man eigentlich vorab, aber ich glaube, das haben wir auch nicht so wirklich, für Ersatz sorgen, mhm. dass falls wirklich was ist, es einen, zum Beispiel einen Ersatzgitarristen gibt oder so. Aber da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, das haben wir gar nicht. Die Jungs hätten natürlich bestimmt jemanden, den sie dann vorschlagen, aber derjenige müsste das ja auch können. Ja. Dann so. Ich meine, wenn es jetzt Schlagzeug ausfällt, ist es schon richtig. Das ist schon wirklich übel. Gitarre und Bass ist natürlich auch total doof, aber da könnte man immer gucken, ob man es im Notfall das eine Instrument noch vom Band nimmt, um halt das Konzert nicht sausen lassen zu müssen. Was mich betrifft, ja, darf halt nicht. Also ich bin natürlich auch dann vorher einfach versuche, irgendwie ruhig zu machen und mich nicht zu überanstrengen, vorher schon. Vielleicht jetzt nicht in irgendeinen mega krassen Winterurlaub fahren, wonach man auf jeden Fall total fertig ist, wenn die Tour jetzt im Winter eher ist. Auf deiner letzten Single, da spielt ja Mehrstimmigkeit eine total große Rolle. Also du singst ja deine eigenen Harmonien und da sind ja super viele Stimmen links und rechts. Und wir würden natürlich, wir sind ja auch vier Leute, einige von uns können singen, das heißt, wir würden natürlich auch gerne zwei oder drei oder vielleicht sogar vierstimmig singen, wenn du so einen Song dann arrangierst. Ja, ich weiß, wenn wir so große Ziele haben. Ja. Wie gehst du das dann mit der Mehrstimmigkeit an? Also da hast du da so einen Tipp, wie man dann auf so eine Harmonie kommt oder machst du das aus dem Bauch heraus? Oder wie sieht das dann so aus? Unterschiedlich. Also ich arbeite ja auch mit ganz tollen ProduzentInnen zusammen, mit drei anderen Leuten. Jetzt ganz eng mit denen ich dieses Album erarbeitet habe und mit denen wir dann natürlich auch die Mehrstimmigkeit erarbeiten. Entweder ich komme ins Studio und es ist schon so, ey Lina, und wir haben uns schon diese Stimme überlegt und gefällt dir die und versuch mal. Mhm. Oder was auch öfter mal passiert und was mir auch letztens jetzt gerade bei einer Session passiert ist, ist, dass die Producerin oder der Producer dann halt sagt, ja, ich lasse es jetzt nochmal laufen und versuch einfach mal, also sing mal einfach irgendwas drüber. Und mir persönlich macht es total Spaß, mir eine zweite Stimme auszudenken oder eine dritte. Ich mache das zu Hause tatsächlich andauernd. Das ist auch super nervig, glaube ich. Also mein Freund ist manchmal schon so, oh,
kannst du nicht einfach irgendwie normal mitsingen? Weil ich dann manchmal einfach laut Musik höre und weil es mir halt Spaß bringt. Und bei manchen Songs, gerade bei Pop-Songs, ist es auch relativ einfach manchmal für mich, dass ich so einfach permanent mir die zweiten Stimmen dazu ausdenke und nur die zweiten Stimmen singe und immer einfach die Harmonie zu dem singe, was gerade läuft. Und von daher mache ich das echt krass aus dem Bauch heraus und ich würde es auch sagen, Übung macht den Meister. Also wenn ihr die Ansprüche habt, das hier vierstimmig zu machen, dann geht doch einfach mal nach Hause und probiert doch mal aus. Meistens hört man das ja selbst, ob es jetzt gut klingt und harmoniert oder nicht. Sehr Wir gut. können dann sogar die Gesangsübung vom Anfang mit eine kleine Katze, Auch zwei. das können wir mal zweistimmig versuchen. Und dann hat man die Einsingübung mit Zweistimmigkeit kombiniert. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Ich frage mich auch gerade, ob auf meine kleine Katze ein Copyright drauf ist oder ob wir das nicht einfach in unseren Song einbauen können. Hast du noch drei Tipps für uns, vielleicht drei, um zu beschränken, wie wir gute Popstars werden? Wenn man das überhaupt so sagen kann. Gibt es da Tipps? Gibt es da irgendein Rezept, wie man Popstar werden kann? Ich glaube, es hat leider tatsächlich auch viel mit Glück zu tun, dieses ganze Popstar-Ding. Also ich hatte ja zum Beispiel auch einfach viel Glück und es waren viele Zufälle aneinandergereiht, die irgendwie, es stand ein Artikel über mich in der Zeitung, dann hat es die Produzentin gelesen. Das sind ja solche kleinen Sachen, die sich dann irgendwie fügen. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, wenn man wirklich diesen Beruf machen möchte, ist, dass man nicht aufgibt, solange man merkt, dass man noch irgendwie Spaß hat und alles, weil es ist viel Arbeit, weil es kommt einem nicht unbedingt alles zugeflogen, auch mir jetzt nicht. Das ist für mich mit dem neuen Album auch sehr viel Arbeit und sehr viel Durchhaltevermögen und sehr viel Geduld. Und da muss man natürlich einfach dann sehr gut auf sich achten, so ab wo ist der Punkt, wo es mir nicht mehr gut tut, beziehungsweise wo ich vielleicht aufhören sollte. Und was aber viel wichtiger ist als das, ist für mich ein Glück kann man ja schlecht als Punkt nehmen, aber ist sich selber treu bleiben. Also ich würde sagen, das ist so mit der wichtigste Punkt, weil das ist authentisch und das kommt auch so rüber meistens. Und was natürlich auch das Problem ist, wenn man sich nicht selber treu bleibt, hat man irgendwann das Dilemma, dass man jemand ist nach außen hin, den man dann andauernd verkörpert, der man aber ja hinter verschlossenen Türen gar nicht ist und der man vielleicht auch gar nicht sein möchte. Und dann kommt sich das natürlich irgendwann wird das Gewissen da einschlagen und irgendwann wird man das Ganze reflektieren und verstehen, ja, jetzt habe ich mich da in irgendwas reingepresst, was ich gar nicht bin. Ich sage Sachen, die ich gar nicht sagen will. Ich verhalte mich auf eine Art und Weise, die für mich total anstrengend ist. Oder ich schreibe Musik, die ich gar nicht schreiben wollte. Ich nehme Songs auf, die ich eigentlich gar nicht mag. Das sind alles so Sachen. Ich schätze, früher oder später werden die auf einen zurück kommen. Deshalb ist es da, glaube ich, einfach ganz wichtig, von Anfang an auch auf sein Bauchgefühl zu hören und auch zu merken, so, ey, das tut mir gut, das möchte ich machen, das tut mir nicht gut, davon halte ich lieber Abstand. Ich möchte die und die Ziele erreichen, aber nur auf dem und dem Weg. Klar kann man auch mal Umwege gehen und sich auch mal verbiegen oder nicht, das muss man ja einfach immer mal sich anpassen. Aber ohne halt da sich selber zu verlieren. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Das ist echt super wertvoll. Das heißt, wenn Durchatmen. wir selber sind und dranbleiben und den großen Traum haben, dann kann das was werden. Das klingt doch gut. Ja, genau. Und die Wie gesagt, Stimme. wie bitte? Und die Stimmen immer schön aufwärmen und die Gesangsübungen machen. Voll, Dann. ich wollte gerade sagen, also sich einfach auch weiterbilden, ne? Also ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich habe viele Jahre sind wir da einfach so durch und haben so diesen ganzen Hype mitgenommen und das alles gemacht. Und es ist super fein und es ist auch gute Arbeit gewesen. Aber trotzdem auch für mich nochmal so intensiv an meiner Stimme zu arbeiten. Ich merk den Unterschied schon, wenn ich es höre. Und das gehört einfach auch dazu, dass man nicht aufhört, sich zu verbessern. Also die besten Fußballspieler der Welt, die trainieren auch nach dem Training nochmal. Ja. Voll gut. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Das war Gerne. total schön. Das freut Und da mich. konnten wir, glaube ich, viel mitnehmen und werden da gleich nochmal so ein bisschen besprechen, wie wir da jetzt weiter mit umgehen und was wir da genau üben wollen. Und vielen, vielen Dank. Total cool. Super, das freut mich sehr. Ich wünsche euch natürlich sehr viel Erfolg und ganz viel Glück und Spaß bei eurer Bandgeschichte. Und Yeah.
Dass ihr so weit kommt, wie ihr es euch erträumt. Cool. Dankeschön, Danke. Voll gut. Gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.